Kannst du immer noch bei Amazon einsteigen? Hier kommt unser Schlagabtausch. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und die Jungs sind heute zurück mit einem großen Schlagabtausch zum Thema Amazon. Ja, die Aktie ist zuletzt wieder stark gestiegen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man oder soll man oder muss man jetzt noch einsteigen? Ich werde heute die Pro-Seite vertreten, Timo die Kontra-Seite. Ja, und schauen wir mal, wer die Oberhand behält. Absolut. Und ihr wisst ja, wir haben ein System, wonach wir mal Aktien aussuchen. Wir machen eine Pro- und Kontraliste und gewichten dann die einzelnen Argumente. Und kleiner Disclaimer, wir beide haben die Amazon-Aktie im Depot. Wir sind auch beide sehr, sehr glücklich mit der Performance und wir sind auch im Prinzip weiterhin bullish. Aber dass ich die Kontraseite jetzt übernehme, das hat auch damit zu tun, dass es tatsächlich ein paar Kritikpunkte gibt, die ich auch äußern würde, wenn ich mich mit Jeff Bezos zusammensetzen würde. Und das ist also alles sehr, sehr aufrichtig. Und deswegen das nochmal so als Erklärung für meine Kontraposition, die ich heute einnehme. Wir schauen aber erstmal auf die Aktie. Und die hat sich wirklich sensationell entwickelt. Verdoppelt hat sie sich nämlich seit Januar 2017, also grandios gelaufen, seit Oktober 2017 nochmal 65% Performance obendrauf gekommen. Da ist natürlich die Frage, ist das zu steil, ist das möglicherweise in so kurzer Zeit doch ein Quäntchen zu viel? Aber man muss auch sagen, jeder Rücksetzer war bislang ein Kauf. Woran liegt das denn? Ja, woran liegt das? Also wenn man sieht, wie gut die Aktie gelaufen ist, weißt du, wer sich zuletzt darüber geärgert hat? Wir beide, dass sie nicht hat, wir beide haben sie ja Gott sei Dank. Ja, hier ja. Grandmaster Flash sozusagen, Warren Buffett, der hat gesagt, ich hatte eine sehr, sehr hohe Meinung von Jeff Bezos Fähigkeiten, als ich ihn das erste Mal traf und ich unterschätzte ihn. Also Warren ist da ein bisschen sauer, dass er die Aktien nicht hat und er sagt auch, was Jeff Bezos gelungen ist, grenzt an ein Wunder. Warren Buffett hat nur das Problem, er investiert halt nicht gerne in Sachen, die er für ein Wunder hält. Er ist da wohl sehr rational und er sagt auch, damals wollte er nicht einsteigen, obwohl die Lage besser war, als die Preise das ausgesagt haben. Und ich würde sagen, auch wenn es jetzt momentan vielleicht noch keinen Rücksetzer gegeben hat, was ja immer eine Chance ist mal zum Einstieg, würde ich einfach sagen, egal, man kann die Aktie trotzdem kaufen, weil Amazon einfach weiter wachsen wird. Jetzt sagen natürlich viele, wir haben ja vor kurzem auch schon mal ein Amazon-Video gemacht, vor ein paar Monaten oder Wochen, sagen natürlich viele, ja, das ist egal, das ist ja alles schon in den Preisen drin, was Amazon jetzt so vorhat. Aber das ist ja auch, diese Argumentation finde ich immer ein bisschen schwierig, weil demnach könnte eine Aktie ja nie steigen. Weil wenn ich sage, ist ja schon alles in den Preisen drin, ja. Kann sie ja nicht steigen und die Analysten, das habe ich jetzt mal nachgeguckt, rechnen mit 40% Gewinnwachstum langfristig. Und wenn man bei Bloomberg mal das Dividend-Diskontmodell ansetzt an den jetzigen Kurs, also die Aktie ist ja wirklich schon hoch, ist bald ein Billionenkonzern, wenn es so weitergeht bei Amazon. Und trotzdem, 40%iges Wachstum, dann würde die Aktie theoretisch stehen bei 4.172 US-Dollar. Also das wäre dann schon mal mehr als ein Verdoppler. Und wenn du jetzt mal 50% nimmst beim Wachstum langfristig, dann sind wir schon bei 9.000 Dollar. Also das ist jetzt alles Zukunftsmusik, aber zu sagen, okay, Amazon wächst ganz gut, aber das ist ja eh schon alles in den Kursen drin, ja, das finde ich ein bisschen dünn. Okay, also natürlich muss man festhalten, Amazon wächst grandios, aber die Wachstumsstory muss jetzt möglicherweise auch mal umgemünzt werden in eine Value-Story. Weil wenn man sich das mal anschaut, was sie verdient haben im ersten Quartal 2018, dann sind das 51 Milliarden US-Dollar insgesamt. Dabei kommt dann ein Betriebsergebnis von 1,9 Milliarden US-Dollar raus und ein Gewinn von 1,6 Milliarden. Das ist doch dann doch ja, ziemlich dünn, muss man sagen. Und besonders, wenn man sich auch nochmal anschaut, woher kommt denn eigentlich das Geld oder der Gewinn? Das hat überhaupt nichts mit dem klassischen Handelsgeschäft zu tun, sondern mit den Amazon Web Services, also mit dem Cloud-Business. Da kommen dann 73% des Gewinns her bei einem Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar. Also eigentlich könnte man sagen, wenn man das komplette Handelsgeschäft jetzt so weglassen würde, dann wäre das Amazon Web Service, also die Cloud-Sparte alleine, einfach ein hochprofitables Unternehmen. Aber es hängt dann halt dieses unrentable Handelsgeschäft noch dran. Ne? Also das stimmt, sie müssen natürlich profitabler werden. Du kannst das natürlich aber auch so sehen, dass eigentlich Amazon
erst diese Dominanz durch das Handelsgeschäft aufgebaut hat. Ja. Ich meine, ob das jetzt profitabel werden muss. Keine Frage. Also das war jetzt ein bisschen ketzerisch. Ne? Natürlich, du hast ja vollkommen recht. Sind wir uns einig, dass Amazon hat den Ursprung natürlich im Handelsgeschäft. Das ist keine Frage. Das war jetzt ein bisschen überspitzt und übertrieben. Nee, aber dass Amazon profitabler werden muss, das ist ja keine Frage. Also das ist ja auf jeden Fall richtig. Ich finde aber, dass sie da zumindest Fortschritte machen. Also die EBIT-Marge war letztes Jahr bei 9%, immerhin. Die war die Jahre davor deutlich niedriger. Also Amazon wird profitabler, wobei, wie gesagt, da hast du vollkommen recht, es gibt Konkurrenten, die sind deutlich profitabler. Du musst dir nur Apple anschauen. Also Apple ist viel besser, was jetzt die Ummünzung von Umsatz in Gewinn betrifft, als Amazon. Ach so. Okay. Wobei natürlich Amazon einfach diese, ja, im Endeffekt eine Vernichtungsmaschine ist, gerade was das beim Einzelhandel angeht. Also die dominieren ja wirklich 2017 fast die Hälfte des E-Commerce-Marktes in den USA. Quelle ist E-Marketer, also haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Was man aber auch sagen muss, das macht nur 4% des gesamten Einzelhandels in den USA aus, was dann wieder relativ wenig ist. Zeigt aber auch, dass da natürlich noch Wachstumspotenzial ist. Also die können theoretisch noch einiges platt machen, was natürlich auch immer, muss man, sag ich mal, die Ethik vielleicht außen vor lassen. Das hat nicht nur Vorteile, das wissen wir auch, aber gut. Weißt du, was das Ding ist? Ist man gerne dabei. Ja, definitiv. Also die Fortschritte sehe ich auch. Ich weiß auch, dass der Cashflow sehr, sehr gut wächst. Ich sehe das auch alles. Was ich mir aber wünschen würde von Jeff Bezos, ist jetzt halt auch mal so langsam ein Commitment zu den Aktionären, sondern also er hat ja den reinen Fokus auf die Kunden gelegt. Und ich finde ein Unternehmen toll, das seine Kunden liebt, aber ich finde ein Unternehmen viel, viel besser, das nicht nur den Kunden liebt, sondern auch seine Aktionäre. Und da muss man jetzt auch mal sehen, ist Amazon nicht so gut unterwegs. A, sie zahlen keine Dividende, da kann man natürlich sagen, okay, das Geld ist auch viel besser im Unternehmen erstmal investiert, dass sie in neue Bereiche vorstoßen. Aber ich persönlich denke, dass da jetzt auch irgendwann mal in den nächsten Jahren die Zeit reif ist, zu sagen, okay, liebe Eigentümer, ihr habt zwar grandios verdient mit der Kursperformance, aber wir möchten euch auch belohnen in dem Sinne, dass wir Teile unseres vielleicht noch relativ schmalen Gewinns ausschütten. Da muss ja noch nicht mal viel kommen, das muss halt einfach nur so eine Anerkennung sein. Das fände ich toll. Und das Zweite ist, wir befinden uns ja in einer Spätphase der HOS, also das heißt, wir wissen alle nicht, wie lange dieser Börsenboom noch anhält. Und gerade Amazon ist so gigantisch gewachsen im Kurs, dass da auch ganz krasses Rückschlagspotenzial da ist. Also möglicherweise halbiert sich das Ding auch wieder in den nächsten Jahren. Und ein Verdoppler oder so, der jetzt seit Januar 2017 da ist, ein Kursverdoppler, sehe ich da in den nächsten Monaten und Jahren auch überhaupt nicht. Also insofern fände ich es jetzt ganz gut, wenn da mal ein bisschen mehr Aktionärsfreundlichkeit an den Tag gelegt werden würde. Da gebe ich dir vollkommen recht, sozusagen der Apple Way dann, das würde Amazon sicherlich nicht schaden, wobei ich auch sagen muss, Amazon, man sagt immer, sie sind sehr kundenfreundlich, klar. Ich meine, die buttern da viel Geld rein, machen die Preise billig, aber wenn ich jetzt mal den Vergleich ziehe zu Apple, also ich finde Amazon gar nicht so ein geiles Produkt. Ich mag Amazon jetzt auch nicht wirklich, was jetzt bei Apple zum Beispiel ein anderer Fall ist. Aber was, du hast aber, doch die Alexa und so weiter, hast du die doch noch gemacht? Ja, Alexa, muss ich sagen, ist ein gutes Produkt, damit bin ich zufrieden, aber man muss natürlich, wenn man sich jetzt mal die Amazon-Website anschaut, die sieht gefühlt seit 10 Jahren gleich aus. Aber die ist zumindest funktional. Also, dass die jetzt besonders hübsch ist, würde ich auch nicht unterschreiben, aber sie ist funktional. Funktional schon, aber trotzdem könnte es funktional auch besser sein, finde ich. Also, das ist jetzt keine Homepage, wo man, sag ich mal, hundertprozentig zufrieden ist. Das ist alles okay, aber ich meine jetzt gar nicht die Optik. Mein Gott, also muss jetzt nicht das Schönste sein, das finde ich okay. Das wäre jetzt ja sinnlos, da Milliarden reinzubuttern, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die schönste Website. Ja. Aber ich finde, da könnte auch noch ein bisschen mehr an der Praktikabilität für die Leute gearbeitet werden. Aber das ist, finde ich, auch ein großer Vorteil, weil man hat das Gefühl, Amazon macht da gar nicht so viel im Vergleich zu Apple, die jetzt wirklich das perfekte Design haben. Und man mag Amazon jetzt auch nicht wirklich. Viele Leute schimpfen drauf. Aber trotzdem brauchst du das Ding. Trotzdem nutzen es alle. Das ist eigentlich wirklich wie so ein Produkt, das man eigentlich nicht wirklich mag. Auch Jeff Bezos ist ja jetzt jemand, vor dem hast du Respekt, aber da sagst du jetzt nicht, mein Gott, ich liebe Jeff Bezos, so wie das viele bei Elon Musk sagen. Oder das ist jetzt mein ultimatives Vorbild. Sondern du weißt, der Typ ist gut, der hat alles im Griff. Aber das ist wirklich also wie so eine Hassliebe eigentlich. Und das zeigt ja, wie dominant Amazon ist. Du willst Amazon gar nicht unbedingt, aber du brauchst es einfach.
Ja, okay, aber Sie machen ein paar Dinge momentan auch noch nicht gut. Und ich finde, da ist nicht der erste Kritikpunkt, dass Sie eine möglicherweise jetzt nicht so praktikable Website haben, wobei ich mich da eigentlich recht wohlfühle sozusagen, auf dieser, wie sagt man da immer, Customer Journey, wenn man sich darauf befindet, sondern ein ganz anderes Ding ist für mich entscheidend. Und zwar gab es jetzt eine Studie von Morgan Stanley und die haben festgestellt, Amazon Prime hat ja, glaube ich, momentan 100 Millionen Nutzer, ist jetzt, glaube ich, neulich sowas, als ja. Nachricht rausgekommen. Aber nur einer von fünf nutzt zum Beispiel den Streamingdienst, beziehungsweise kennt überhaupt den Streamingdienst. Das Gros der Kunden denkt immer noch, Amazon Prime wäre eigentlich im Prinzip dafür da, dass deine Pakete am nächsten Tag da sind, also für diesen Versandvorteil. Das ist eigentlich ziemlich schwach und nur 35% derjenigen, die dann den Streamingdienst tatsächlich nutzen, die sind auch dann von ihm überzeugt. Also das finde ich jetzt ist auch keine so große Kundenzufriedenheitsrate und das liegt zum Beispiel aus meiner Sicht auch daran, dass der Content oder der eigene Content von Amazon noch nicht so hochklassig ist. Also wenn man da jetzt mal die direkte Konkurrenz anschaut, Netflix, die haben 110 Millionen Nutzer und wenn ich Netflix höre, dann fallen einem auf jeden Fall schon mal 2, 3 Serien ein, House of Cards, Tote Mädchen lügen nicht und so weiter und noch ein paar andere direkt, die man direkt so auf dem Schirm hat. Und wenn man jetzt an Amazon, an eine Serie denkt, okay, da fällt mir jetzt You Are Wanted ein, einfach nur deswegen, weil wir jetzt neulich auch den Schweighöfer ja mal interviewt haben. Aber ansonsten, kennst du jetzt irgendeine eigene Amazon-Produktion? Ja, Bosch und so weiter und so fort, da gibt es ja, schon was, aber gut, sie arbeiten dran. Sie haben jetzt ja die Rechte für die Herr der Ringe-Serie gekauft, ich glaube 250 Millionen Dollar sind da im Gespräch, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, aber guck mal, wie teuer das Ding ist. Ja, ich meine, gut, Tote Mädchen lügen nicht, ist halt auch so ein Leuchtturmprojekt, so eine Leuchtturmserie, ne? Und die ist für relativ schmales Geld ins Leben gerufen worden. Ich meine, 250 Millionen US-Dollar war, glaube ich, allein der Rechtekauf. Ja, da muss ja erst noch produziert werden. Also, dass das jetzt irgendwie ein profitables Geschäft wird, ja, gut, sehe ich, das muss ich zeigen. Ja, aber gut, das werden sich die auch mal durchgeredet haben, gehe ich davon aus. Also gut, ja, hoffen wir es mal. Vielleicht auch nicht. Hoffen wir es mal. Wir haben ja beide die Aktie, wie gesagt. Wäre schön, wenn sie sich was dabei gedacht hätten. Davon gehe ich jetzt mal aus. Gebe ich dir recht, das ist eigentlich genau das, was ich vorher meinte. Du denkst jetzt an Netflix und denkst du, ja, hast ein positives Mindset. Bei Amazon sehe ich das auch noch nicht so. Das ist jetzt nichts, wo du dir sagst, boah geil, ich habe mein Amazon Prime. Es sagt jetzt keiner, boah, ich gucke heute Abend Prime, sondern man sagt, ich gucke Netflix. Das ist genau das, was ich meine. Ja. Amazon hat halt keine Fans in diesem Sinn, aber das zeigt ja trotzdem eigentlich, dass die Leute nicht ohne Amazon können. Also ich sehe das im ersten Schritt negativ, im zweiten Schritt aber positiv. Und auch das Potenzial. Gut, ich glaube auch nicht, dass sich die meisten Leute Prime holen wegen dem Streamingdienst. Glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Das ist sicherlich so ein Zusatzargument, aber ich habe mir das auch ehrlich gesagt nicht wegen dem Streamingdienst geholt, ja, sondern weil ich halt einfach keine Lieferkosten bezahlen will. Aber Sie sagen ja selber, dass der Streamingdienst im Prinzip dafür da ist, um dann quasi wieder komplette Neukunden zu gewinnen. Also dass das sozusagen der Türöffner ist. Um wieder halt auch sozusagen Cross-Selling zu machen, also die Kunden wieder auf andere Angebote von Amazon aufmerksam zu machen und dann halt eine höhere Kaufbereitschaft sozusagen. Wobei ich sagen, das funktioniert bei mir schon. Also ich habe mir schon einige Sachen über Amazon gekauft, also ob das jetzt Game of Thrones ist oder auch mal irgendwie ein paar Filme. Ich auch, definitiv. Also, das definitiv funktioniert also in diesem Sinn schon. Bei mir hat es auch funktioniert, aber laut den Zahlen dieser Studie funktioniert das halt, sind wir halt sozusagen, naja, nicht die einzigen, Ausnummer, die das gemacht haben. Die einzigen wahrscheinlich weltweit. Ja, immerhin. Schönen Gruß, wir sind das also, lieber Amazon, Jeff. Lieber Jeff. Aber dass die Zahlen jetzt noch nicht so berauschend gut sind. Und das Zweite, und das ist sogar das viel Schlimmere, dass das Wachstum tatsächlich auch gar nicht mal so krass weiterlaufen kann. Denn guck mal, der asiatische Markt, der ist besetzt. Da sitzt der Jack Ma mit Alibaba und dann gibt es ja JD.com und so Tencent und so weiter, kann man glaube ich auch noch mit dazu zählen. Also der asiatische Markt ist besetzt und da wird Amazon definitiv auch keinen Fuß in die Tür bekommen. Wo sie sich so ein bisschen drum kabbeln können, glaube ich, mit Alibaba, ist Indien. Und da muss ja auch erstmal alles komplett ausgerollt werden. Das wird auch wieder viel, viel Geld kosten. Und das heißt, in puncto Aktionärsfreundlichkeit wird das mit Sicherheit also auch ein Punkt sein, der, naja, sagen wir mal, semi-optimal ist. Gut, die Frage ist, ob der Einzelhandel überhaupt so stark noch wachsen muss. Ich habe jetzt erst ein Interview, glaube ich, vorgestern mit Werner Vogels gelesen, den wir auch schon mal interviewt hatten. Ja. Können wir euch auch gerne hier nochmal reinlinken. Da waren wir bei Bits and Pretzels. Der offen gesagt hat, ja gut, vielleicht Einzelhandel ist gut und schön, wächst auch noch, aber AWS wächst viel stärker und vielleicht ist das in Zukunft sogar die größte Sparte. Das ist für mich auch bei Amazon die Stärke. Weißt du, Netflix und Apple haben dieses One Thing, also zum Beispiel das iPhone, wenn das nicht läuft, gut, gute Nacht. Netflix hat Streaming, wenn das nicht mehr läuft, gute Nacht. Und Apple ist da wirklich
Apple, das komme ich schon durcheinander, Amazon ist davon nicht abhängig. Das ist ja genau diese Innovationskraft, dass Bezos dieses Prinzip vorlebt. Für ein Unternehmen gibt es praktisch jeden Tag immer wieder Tag 1. Also wir müssen besser werden und die kaufen ja auch klug zu. Zum Beispiel Whole Foods hat auch funktioniert, wo auch viele gesagt haben, ja, klappt das jetzt? Jetzt haben sie Ring gekauft mit diesem Smart Home. Ich stelle jetzt mal die These auf, Amazon wird das Smart Home dominieren, nicht unbedingt Google. Also Ring, die machen ja diese Smart Home Sachen, zum Beispiel die Überwachungskameras oder dass du bei der Tür reinkommst, der Paketbote zum Beispiel. Und diese Verknüpfung mit Alexa ist jetzt auch schon möglich. Also da sehe ich auch mehr das Wachstumspotenzial. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Einzelhandel jetzt die nächsten 20, 30 Jahre da alles noch platt macht. Und auch in Asien, da gebe ich dir auch durchaus recht, dass sie da wahrscheinlich nicht das große Potenzial haben. Aber das, glaube ich, muss gar nicht sein, weil Amazon einfach für mich da der Beste ist, einfach neue Wege zu finden. Zwei Dinge dazu. Also du sagst, Amazon Web Services, das reicht, wenn die halt wachsen. Jetzt muss man mal schauen, die machen 10% momentan vom Umsatz aus, also 5,4 Milliarden waren es jetzt im Q1 2018. Ja, schön. Und da ist es auch toll, wenn da immer 30%, 40%, 50% irgendwie auf den Umsatz mit draufkommen, aber in absoluten Zahlen gesehen ist das jetzt nicht besonders berauschend. Das muss man auch mal sagen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, wir haben zum Beispiel ja in einem anderen Video, wo wir über Netflix gesprochen haben, also quasi die Abhängigkeit von nur einem Geschäftsmodell gesprochen. Und auch bei Apple haben wir das halt kritisiert, die starke Abhängigkeit vom iPhone. Bei Amazon könnte man jetzt aber wieder andersherum sagen, ja, sie haben ganz viel in der Pipeline, aber verrennen sie sich nicht sozusagen. Also ist da vielleicht nicht irgendwie so, also ich habe es mir mal aufgeschrieben, was haben sie? Smart Home mit den Lebensmittellieferungen, das ist ja schon weit gediehen. Jetzt hört man aber ständig noch, dass sie eventuell auch ins Bankgeschäft irgendwie einsteigen wollen. Eine Amazon-Kreditkarte gibt es schon, eventuell wollen sie da mit Girokonten auch noch was reißen. Also ist das nicht halt alles vielleicht ein bisschen zu viel und zu wenig konzentriert? Die Gefahr besteht natürlich, das ist ja auch so ein bisschen das Google-Problem, wobei, wenn du jetzt mal Amazon und Google vergleichst, bei Google, gut, da läuft's, das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, aber was hat Google in den letzten 5 Jahren jetzt so richtig an Innovation gebracht, wo man sagt, okay, läuft. Bei Amazon, was ist jetzt schiefgelaufen in den letzten 4, 5 Jahren, wo du wirklich sagst, okay, das ist komplett gefloppt. Deswegen glaube ich, die kriegen das hin. Also zum Beispiel, was wir gerade besprochen haben mit dem Smart Home, Studie von JP Morgan, die schätzen den möglichen Smart Home Markt allein in den USA jetzt auf 50 Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren, also nur in den USA. Also das sind dann schon Beträge, die für Amazon auch spannend sind. Ich gebe dir recht, das AWS, man sagt immer, da muss man ein bisschen aufpassen, weil man sagt, okay, das wächst um 30%. Man muss sich natürlich mal anschauen, was macht das vom Gesamtumsatz aus. Das wird jetzt nicht reichen, wenn jetzt AWS jedes Jahr um 10% wächst. Gebe ich dir vollkommen recht, da muss schon mehr kommen. Aber wie gesagt, es funktioniert ja bisher alles. Also wer hätte jetzt ja vor 10 Jahren gesagt, Amazon Einzelhandel ist in 10 Jahren gar nicht mehr so wichtig. Da kommt dann die Cloud und dann kommt halt jetzt das Nächste und dann kommt das Übernächste. Also da habe ich eben das Vertrauen, weil da finde ich, Jeff Bezos liefert da einfach ab. Und der wird auch weiterhin abliefern. Also Amazon wird auch wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht der größte Logistikkonzern der Welt. Das ist jetzt für mich gar kein Handelskonzern mehr. Die haben sie jetzt eigentlich vom Händler zum Internetkonzern oder zum Tech-Konzern entwickelt. Und was kommt als Nächstes? Also ich meine, Amazon wird auch vielleicht der Erste sein, der dieses Problem löst mit diesen scheiß Paketen, wenn wir nicht zu Hause sind, dass ich jeden Tag zur Post rennen muss. Ist ja nicht schlimm, aber ich überlebe. Aber aus gesetzgeberischer Sicht muss da noch ganz, ganz viel passieren. Also, ja, aber sie testen jetzt schon, dass du die Pakete in den Kofferraum kriegst zum Beispiel. Das finde ich auch spannend, dass du sie sogar im Kofferraum wahrscheinlich dann wieder reinstellen kannst, dass du sie sozusagen wieder zurückschicken kannst. Also Amazon ist da aus meiner Sicht immer vorne dran. Aus Kundensicht definitiv und aus Markensicht auch. Das ist wirklich großartig, was sie da geleistet haben. Also da haben sie auch den Track Record. Aber man muss jetzt auch mal irgendwann sagen, als Aktionär erwartet man dann unterm Strich also auch mal ein gutes Ergebnis. Und das wünsche ich mir tatsächlich, dass halt da auch mal zu Lasten der Zukunftsinvestitionen ein bisschen gedacht wird und zugunsten sozusagen des Ergebnisses unterm Strich, dass man da mal wirklich schwarze Zahlen erwirtschaftet und dann also auch mal ein bisschen was ausschüttet. Also ich finde, das wäre jetzt auch mal ein Zeichen, gerade insofern, weil das Risiko bestimmt in den nächsten Jahren nicht kleiner wird, sondern größer am Aktienmarkt. Und das wäre jetzt mal ein klares Bekenntnis von Jeff Bezos auch. Liebe Leute, ihr habt mir über die letzten 10, 15 Jahre habt ihr mir enormes Wachstum beschert über das Kapital, was ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Und jetzt gibt es auch mal einen Return. Also ein Return in Form einer Dividende. Dass es natürlich einen Performance-Return gab, das wisst ihr alle. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und das können wir beide unterschreiben. Ja, genau, das können wir beide unterschreiben. Und es ist halt die Frage, wenn man jetzt
vor der Wahl steht, möchte man, in was möchte man jetzt investieren? Also möchte man in einen Konzern investieren, der zwar schon gigantisch gut gelaufen ist und der mit Sicherheit auch stark performen wird in den kommenden Jahren, aber gibt es da möglicherweise nicht noch andere Unternehmen, kleinere Unternehmen, die möglicherweise noch viel größeres Wachstumspotenzial haben? Und da ist halt natürlich auch immer die Frage der Opportunitätskosten. Gut, da hast du recht. Natürlich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Amazon die beste Aktie der Welt ist. Da gibt es sicherlich bessere Chancen vielleicht noch. Aber Amazon ist halt weit vorne. Das habe ich neulich noch gesagt. Ja, sie ist schon eine der, also sie war für uns vor allem jetzt schon die beste Aktie der Welt, vielleicht in den letzten zwei Jahren. Was ich aber spannend finde, das ist auch bei der Einzelhandel, haben wir jetzt beide gesagt, okay, ja, müssen sie aufpassen, aber wenn man jetzt mal auf das Thema Disruption kommt, Blockchain zum Beispiel, wo andere, glaube ich, richtig Probleme kriegen können, zum Beispiel Spotify, wenn du über die Blockchain direkt bei den Künstlern kaufen kannst zum Beispiel, dass, also wenn sich das alles so durchsetzt, wie das möglich werden könnte, die Blockchain, dann haben eigentlich die Content-Produzenten haben wirklich einen großen Vorteil, zum Beispiel Walt Disney, auch Netflix, wenn die sozusagen ihren Content direkt dann weiterverkaufen können. Facebook könnte Probleme kriegen, Spotify, die sozusagen nur die Plattform sind, wenn du das eigentlich direkt den Content kaufen kannst, weil du brauchst den Multiplikator nicht mehr. Bei Amazon sehe ich das jetzt nicht so gefährdet, weil willst du, jetzt sage ich mal, deine Online-Produkte bei 20 verschiedenen Händlern über die Blockchain einkaufen, sehe ich jetzt eher nicht. Also da hast du die Plattform, die auch die billigsten Preise machen können, weil Amazon kann halt die billigsten Preise anbieten. Also irgendein Laden in Pusemuckel, der kann dir theoretisch auch über die Blockchain dann tolle Sachen verkaufen, aber das glaube ich läuft nicht. Also ich glaube, dass der Einzelhandel von Amazon, weil die so groß sind und so große Skaleneffekte haben, Preisvorteile, ich glaube, das kannst du nicht so wirklich angreifen. Bei digitalen Produkten sehe ich das eher. Da kriegen Facebook und solche Plattformen vielleicht Probleme, weil du halt digital einfach, ja, da hast du keine Kosten, das kannst du dann schön weiter verscherbeln. Aber da sehe ich die Amazon beim Einzelhandel ziemlich gut aufgestellt, also beim Thema Disruption. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, aber da glaube ich, sind die einfach weit vorne. Und bei Cloud sind sie auch weit vorne. Man spricht immer von 7 Jahren Vorsprung. Also, aber nur was die Logistik angeht, ne? Also die stellen ja nur, also die Infrastruktur meine ich. Die stellen ja nur die Infrastruktur zur Verfügung, da sind sie relativ weit vorne. Aber guck mal, mit welchen Spielern die es da eigentlich auch zu tun haben. Also ich meine, da gibt es jetzt auch noch Microsoft, die machen nämlich genau dasselbe. Die stellen, ja, oder klar. Google. Also das sind jetzt vielleicht nicht so Player, wo man dann sagt, da kann man so eine krasse Dominanz gegenüber anderen tatsächlich herstellen. Also insofern muss man mal schauen, ob diese Lobeshymnen auf das Cloud-Geschäft tatsächlich in den nächsten Jahren gerechtfertigt sind. Sie müssen da auf jeden Fall weitermachen. Aber was ein gutes Zeichen ist, Amazon haut wirklich sehr viel in Innovation. Ich habe mir das immer aufgeschrieben. Letztes Jahr waren es 16 Milliarden Dollar sind in Forschung und Entwicklung geflossen. Keiner gibt mehr aus. Sogar Google hinkt dahinterher. Also Google ist ja das Innovationsunternehmen schlechthin. Und Amazon wirklich, also das meine ich mit Jeff Bezos, die buttern da richtig rein und das ist wirklich keiner, der sich da jetzt ausruht. Also ich gebe dir vollkommen recht, die müssen natürlich weiter abliefern. Also das Status quo ist jetzt schön und gut, aber das wird nicht reichen. Aber das sehe ich eben bei Amazon. Also wie gesagt, ich sehe relativ wenig Fehler und ich sehe wirklich diesen Willen, besser zu werden. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich loswerden will, weil die Leute ja schon immer wieder unter das andere Video geschrieben haben, ja, das ist alles schon drin und ihr seht das nicht richtig. Amazon wächst stark und überrascht aber trotzdem immer wieder bei den Zahlen. Also ich habe mir das bei Bloomberg mal angeschaut. Im Schnitt liegen sie in den letzten Quartalen 38% über den Analystenschätzungen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die Analysten schätzen 40% für die kommenden Jahre. Wenn du das mal da ansetzt, also dann geht bei der Aktie definitiv noch einiges. Ja, definitiv. Jetzt muss man halt nur sagen, liegt das daran, weil Amazon so gut ist oder liegt das daran, weil die Analysten so schlecht sind? Oder beides. Ne? Das ist halt auch eine Frage, die ihr möglicherweise in den Kommentaren einfach mal unter euch klären könnt. Hast du noch was? Nee, ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich habe auch meine Munition verschossen. Du hast gar nicht gefragt wegen Trump, was das noch werden könnte, wenn der Amazon an die Google geht. Aber also, das ist auch so. Ich glaube, Amazon wird es länger geben als Trump. Das glaube ich auch. Und wie gesagt, die Post verliert zwar ein bisschen Geld, aber das Ergebnis hat sich auch verbessert. Das hat die Chicago Tribune recherchiert. Und was man ja auch dazu sagen muss, was ja lustig ist, sogar die CIA nutzt ABS. Also, und 2000 staatliche Stellen auch. Amazon schafft Millionen Arbeitsplätze. Also auch wenn Trump Amazon vielleicht nicht mag und vielleicht auch gerne noch ein paar Millionchen da raus hätte, weil die Post vielleicht auch ein bisschen Geschäft durch die Lappen geht, ja, also vernichten wird er sie nicht und er wird auch ganz genau aufpassen, was er da macht, weil halt auch das ein Machtinstrument ist, das muss man ja auch sagen. Und Trump wird nicht so blöd sein und sozusagen seine Kronjuwelen da, Apple, Amazon und Co., selber vernichten. Also das ist dann auch eher...
Also ich halte da tatsächlich Trump für nicht so gefährlich und deswegen habe ich ihn auch nicht mit reingenommen quasi in meiner Argumentationskette. Andere politische Risiken, also in regulatorischer Hinsicht, zum Beispiel was das Thema Datenschutz und so weiter angeht, die sind möglicherweise etwas stärker da. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was wir jetzt noch vertiefen müssten. Ich glaube, liebe Leute, ihr habt jetzt ganz, ganz viel Munition von uns bekommen, um krass zu diskutieren. Gerne untereinander, gerne auch mit uns. Wir versuchen uns auch mal wieder so ein bisschen einzuschalten in die Kommentare. Jetzt aber erstmal einen schönen Daumen nach oben da lassen, den Abo-Button sowieso fleißig drücken. Und ja, jetzt sind wir raus, oder? Jetzt sind wir raus. Wir sehen uns. Okay, bis bald. Ciao.